Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Minister hat kürzlich den geplanten EU-Migrationspakt mit neuen ewigen Kosten für den Haushalt gelobt. Dort soll die bisher schon falsche Politik Gesetzesform annehmen. Durch märchenhafte Sozialleistungen und Anerkennung von Fantasieflüchtlingen werden massenhaft illegale Migranten aus afrikanischen und islamischen Ländern ins Land gelockt, in Hunderttausender Stärke. Alle Eckpunkte dieses Plans sind verfehlt, von ungebremstem innereuropäischem Asyltourismus bis hin zu grundsätzlichem. Fake News sind es, die EU habe für illegale Migranten an ihren Grenzen Verantwortung. Die Wahrheit, im Orient sind die flächendeckenden Kriege aus, aus Afrika kommen Wirtschaftsmigranten, die vorgeblich Schutzbedürftigen sind bereits durch sichere Drittstaaten gezogen, also nicht mehr auf der Flucht, falls sie es je waren. Fake News, es bräuchte Solidarität mit Erstzutrittsstaaten. Die Wahrheit, Deutschland hat schon proportional mehr aufgenommen, aber die fortgesetzte rechtbrechende Verletzung von Dublin III durch Merkel soll legalisiert, der Weg nach Deutschland automatisiert werden. Fake News, das sei humanitär. Die Wahrheit, die leiden keine Not, zahlen vielmehr hohe Schlepperkosten. Die wirklich Hilfsbedürftigen tauchen nie auf. Dasselbe Geld hilft vor Ort 100-mal mehr Menschen. Fake News, europäische Geldspritzen in die Heimatländer würden Fluchtursachen bekämpfen. Diebstahl von 25 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Die Wahrheit, europäisches Sozialniveau wird dort nie erreicht, aber mehr Reisemittel für die Schlepperwege geliefert. Fake News, man müsse den Herkunftsstaaten was bieten, damit sie Illegale zurücknehmen. Die Wahrheit, sie sind verpflichtet, man macht Druck mit Wirtschaftshilfen und Visabeschränkungen. Fake News, der Plan würde die EU einen, wer nicht aufnehmen will, soll halt abschieben. Die Wahrheit, gelingt das nicht, wie in Deutschland, sollen sie auf den Migranten sitzen bleiben. Tolles Angebot. Fake News, Migration, Hilfe dem Arbeitsmarkt. Die Wahrheit, ein Großteil ist nicht einsetzbar, wird hier bis ans Lebensende alimentiert, ruiniert die Sozialsysteme. Fake News, kulturelle Probleme würden durch Integration gelöst. Die Wahrheit, die absehbare demografische Entwicklung zeigt dieser Klientel, dass Integration unnötig ist. Und so verhalten sie sich auch. Wir sehen Besetzung des öffentlichen Raumes durch aggressive Männergruppen, steigende Kriminalitätsraten. Frauen können den öffentlichen Raum nicht mehr sicher betreten, Juden schon gar nicht. Eine Schande für Deutschland, meine Damen und Herren. Nichts davon ist im Interesse Deutschland, nichts im Interesse irgendeines europäischen Staates. Die europäische Lösung heißt Tür zu, Prüfung allenfalls draußen. Das Problem heißt Deutschland mit seiner bevormundenden Traumtänzerhaltung. Wir wenden uns gegen die hochtönenden Täuschungsbegriffe Verantwortung, Solidarität, Humanität, die nur die politische und finanzielle Entrechtung der Bürger verbrämen sollen, gegen die Vergötzung eines ausbeuterischen EU-Überstaats, gegen Reißbrett-Utopien einer globalistischen Gesellschaft. Was wir in Deutschland nicht brauchen, sind Leute, die sich ständig auf die Menschheit berufen, aber sich um die eigenen Menschen nicht mehr kümmern. Verantwortung hieße, die gesellschaftlichen Werte Deutschlands auch für die Zukunft zu sichern. Solidarisch wäre, unsere Menschen nicht immer länger für andere arbeiten zu lassen. Humanität hieße, unsere Bürger vor 300.000 Zuwandererstraftaten jährlich zu bewahren. Aber die Stuhlfarce vorm Reichstag samt nachfolgender Brandstiftung und Erpressungsaktion war nur der Anfang. Die afrikanische Bevölkerungsexplosion nach Europa umzuleiten, ist ein falsches Ziel, ein Wahnsinn. Import des Menschenbilds des Islam und der Clangesellschaften, eine Kampfansage an unsere Freiheit. Demokratie ist dem Islam wesensfremd, Religion und Staat sind in ihm eine Einheit. Gewalt gegen Frauen und Andersgläubige ist Lehrstoff des Islam. Deshalb raus mit der Umsiedlungsmafia aus der Regierung! Der Weg in die Zukunft führt nicht über die verordnete Abkehr von bisheriger Geschichte. Die Selbstverneinung der eigenen Nation ist ein Irrweg. Zukunft braucht Herkunft. Statt ständiger Liebedienerei nach außen braucht es wieder selbstbewusste Interessenvertretung. Statt ihres ewigen Herz für Afrika sagen wir mehr Hirn für Deutschland, mehr Einsatz für Deutschland.